Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Komnich, wenn Sie von Heuchelei reden und sich auf Ihren Antrag beziehen, dann ist das aus meiner Sicht an Scheinheiligkeit in überhaupt keiner Art und Weise zu überbieten. Ich sage an dieser Stelle, dass dieser Antrag von Ihnen par excellence für den Politikstil stehen, den Sie hier versuchen umzusetzen. Sie gaukeln den Menschen vor, der Kümmerer zu sein, präsentieren vermeintliche Lösungen, gerade mit Blick auf die Lösung, Patrouillenboote über die Bundesregierung vermarkten oder vermakeln zu lassen, gaukeln den Beschäftigten der Peenewerf vor, sie würden sich um ihre Belange kümmern. Am Ende entpuppt sich Ihr Antrag als heiße Luftnummer, hinter dem nichts steht. Vor dem Hintergrund scheint es Ihnen aber völlig egal zu sein, dass es überhaupt keine gesetzliche Regelungen für das, was Sie da fordern, gibt, dass die Bundesregierung im Rahmen ihrer Aufgabenverteilung und Zuständigkeit gar keinen Handlungsspielraum hat, so vorzugehen, und dass vor allen Dingen auch, und das ist genauso absurd, der Bundestag nicht beschließen kann, an wen die Bundesregierung Rüstungsexporte vorzunehmen hat. Das alles entbehrt jeglicher Grundlage, und vor dem Hintergrund ist also Ihr Antrag heiße Luft und dient überhaupt nicht dazu, den Belangen der Peenewerker vor Ort nachzukommen. Das wissen Sie aber, und es ist Ihnen piepegal, weil Sie glauben, über diese Art und Weise billig Stimmenfang betreiben zu können. Aus meiner Sicht ist das nicht nur unehrlich, es ist schäbig, weil Sie auf dem Rücken der Betroffenen Ihr Süppchen kochen und Ihr politisches Kalkül ziehen. Im Gegensatz zu dem, was Sie tun, hat verantwortungsvolle Politik schon längst gehandelt. Hier haben Bundespolitiker von SPD und CDU aus Mecklenburg-Vorpommern Hand in Hand gearbeitet. Und wenn Sie mal die Entscheidung des Bundessicherheitsrates sich vornehmen, dann ist das klare Bekenntnis der Bundesregierung da, für den Schaden, der dort in der Peenewerft eintritt, entsprechend auch gerade zu stehen, nach Lösungen zu suchen. Und genau das ist auf dem Weg, und das wird auch rechtssicher so sein. Die beiden linken Anträge lehnt meine Fraktion ebenfalls ab. Nach meiner Auffassung sind das zwei Anträge, die versuchen wollen, das, was wir an restriktiver Rüstungspolitik umsetzen, zu diskreditieren und in Mitleidenschaft zu ziehen. Ich sage, dass wir eines der besten Rüstungsexportkontrollsysteme der Welt haben. Und wenn ich jetzt ein paar Zahlen nenne, dann verdeutlicht das das aus meiner Sicht. Wir haben mit den Rüstungsexporten, das sagt SIPRI aus Stockholm, im Rahmenvergleich 2013, 2017 zu 2008 bis 2012 ein Rüstungsexportminus von 14%, und das in einer Zeit, wo die Rüstungsexporte global um 10% gestiegen sind. Und wenn ich die Halbjahresbilanz der Rüstungsexportberichte 2018 zu 2017 nehme, dann haben wir in Drittländer im ersten Halbjahr 2017 für 2 Milliarden Euro Rüstung exportiert und im ersten Halbjahr 2018 waren es 1,5 Milliarden Euro. Und bei kleinen Waffen sind wir auf einem historischen Tiefstand. Also im Zuge dessen sind wir dort ganz knapp vor dem Ziel aus dem COA-Vertrag, an dieser Stelle keine kleinen Waffenexporte mehr an Drittstaaten zuzulassen. Ich denke aber auch, und damit komme ich zum Schluss, ich denke aber auch, dass wir vor dem Hintergrund des verlängerten Exportstopps nach Saudi-Arabien und der Situation dort eine richtige Entscheidung getroffen haben, dass wir an dieser Stelle aber auch Zeit gewonnen haben, als Bundesregierung mit unseren europäischen Partnern noch stringenter als bisher einheitliche europäische Rüstungsexportrichtlinien zu verhandeln. Ich denke, dass wir an dieser Stelle erstens die Zeit dafür nutzen müssen, um auf der arabischen Halbinsel zu einem tragfähigen Friedensverhandlungsprozess zu kommen, dass wir aber vor dem Hintergrund dessen, dass wir in Europa auch an der Frage, wie arbeiten wir zukünftig im Rahmen von Verteidigungs- und Sicherheitspolitik noch enger zusammen, noch lange nicht da sind, wo wir hingehören. Dafür sind die 6 Monate aus meiner Sicht genau richtig und gut. Und vor dem Hintergrund ist das der Weg, der uns voranbringen wird. Vielen Dank, Frank Junge. Nächste Rednerin für die FDP-Fraktion, Sandra Weser.